Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr am besten mit YouTube anfangt oder falls ihr gerade erst angefangen habt, wie ihr euch noch bessern könnt. Also ja, fangen wir direkt an. Mich haben schon oft Leute gefragt, warum ich YouTube mache. Es macht mir halt einfach Spaß und es ist halt auch einfach ein Hobby von mir. Und dadurch lernt man auch coole Leute kennen, wie zum Beispiel meine internetbeste Freundin oder auch noch andere Internetfreunde. Also ihr könnt, wenn ihr noch nie irgendwie ein Video gedreht habt oder so, könnt ihr es halt einfach mal versuchen. Und wenn ihr denkt, dass es euch Spaß macht, dann ist das doch ein guter Grund, mit YouTube anzufangen. Was man für YouTube braucht? Man braucht eigentlich so eine Kamera, aber da reicht eigentlich auch schon das Handy aus. Also wenn das jetzt eine einigermaßen gute Kamera ist. Die Kamera muss eigentlich gar nicht so mega krass teuer sein oder so, also falls ihr euch eine kauft. Weil ich meine, eigentlich so ziemlich alle neueren Kameras haben eine gute Qualität und es kommt halt nur auf das Licht drauf an, dass die Qualität auch wirklich gut wird. Weil selbst mit eurem Handy könnt ihr mega gute Videos filmen. Dann habe ich ja gerade schon angesprochen, die Beleuchtung. Ich habe ein Ringlicht, das ist von Amazon, das findet ihr unten in der Infobox auch immer verlinkt. Und das kostet um die 20 Euro, also falls ihr eine Kamera habt, kann ich euch das empfehlen. Das läuft mit 4 Akkus oder Batterien und ja, genau. Oder falls ihr keine Kamera habt, dann kann ich euch einfach empfehlen, euer Fenster zu nehmen. Weil wenn ihr noch gerade angefangen habt, dann könnt ihr einfach euer Fenster nehmen, weil ich denke mal, jeder hat ein Fenster in seinem Zimmer. Und ja, dann müsst ihr halt nur darauf achten, dass es wirklich frontal auf euch kommt und nicht irgendwie von der Seite oder so, weil sonst wirft das irgendwelche komischen Schatten im Gesicht. Und ja, dann für die schon etwas Fortgeschritteneren ist ein Mikro auch echt gut, also damit der Ton halt besser ist. Ich habe kein Mikro, aber ich benutze dafür mein Handy, da ich ja eine Kamera habe. Aber wenn ihr noch keine Kamera habt oder so, dann reicht auch der Ton, den ihr mit eurem Handy oder mit eurer Kamera aufnehmt. Außerdem braucht ihr natürlich noch ein Schnittprogramm, mit dem ihr eure Videos dann schneidet, weil Videos sind eigentlich nicht so gut, wenn ihr die einfach so anmacht und dann halt euer Video dreht und dann halt wieder ausmacht und das so hochladet. Das ist halt einfach nicht so schön. Es gibt auch kostenlose Schnittprogramme, zum Beispiel auch fürs Handy, also fürs iPhone gibt es zum Beispiel iMovie und für Android gibt es auch einige. Ich blende euch die mal ein, weil eine Freundin von mir macht ja auch YouTube und die hat Android und schneidet ihre Videos auf dem Handy und ja, von ihr weiß ich halt, welche da gehen und so. Oh ja, aber falls ihr schon etwas professioneller seid und am Laptop eure Videos schneidet oder am Computer, dann könnt ihr einfach mal googeln, was es so für Schnittprogramme gibt. Es gibt auch kostenlose, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, weil ich niemanden kenne, der auf Android schneidet oder halt auf Windows oder was auch immer. Ich schneide auf meinem MacBook Air mit FineCut Pro X. Das empfehle ich Anfängern eher weniger. Nicht, weil es kompliziert ist, sondern weil es ziemlich teuer ist. Und wenn ihr noch nicht genau wisst, ob ihr jetzt mit YouTube weitermachen wollt oder so, oder ob ihr generell irgendwelche Filmchen schneiden wollt, dann lohnt sich das, denke ich mal, nicht. Weil das kostet 300 Euro, glaube ich. Aber ich selbst habe das auch nicht bezahlt, sondern mein Vater, der hatte das schon. Und ja, dann braucht ihr noch eine App zum Bearbeiten des Thumbnails. Das Thumbnail ist das Bild, was ihr seht, wenn ihr noch nicht auf das Video geklickt habt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich blende mal das von meinem letzten Video hier ein, dann wisst ihr sicherlich, was ich meine. Und ja, also ich mache das immer auf meinem Handy und benutze dafür Fonto. Das gibt es auch auf Android. Also ja, die App ist eigentlich richtig gut. Da kann man sich auch Schriften runterladen auf dafont.com oder .de. Ich schreibe euch das alles eh nochmal hier hin. Und dann habt ihr ganz viele Möglichkeiten und ihr könnt halt eigentlich so ziemlich alles bearbeiten. Manche YouTuber, aber das sind eher so die, die schon länger YouTube machen und so, bearbeiten ihre Thumbnails am Computer mit Photoshop oder so. Aber ich persönlich mache das nicht, weil ich das einfach zu kompliziert finde. Und es gibt so eine Begrenzung von der Dateigröße vom Thumbnail. Und irgendwie habe ich das schon öfter mal am Laptop probiert.
Aber das war dann immer zu groß und nee, das ist dann irgendwie auch blöd. Was ihr unbedingt beachten müsst, wenn ihr mit YouTube anfangt, ist regelmäßig Videos hochladen. Also wenn ihr schon irgendwelche Versprechungen macht, zum Beispiel mittwochs um 14 Uhr kommt ein neues Video online, immer, dann solltet ihr das auch einhalten. Es ist halt so, dass die Zuschauer auch darauf warten und wenn das Video dann halt nicht online kommt, dann sind die halt auch traurig und dann könnte es passieren, dass euch welche deabonnieren. Das wollt ihr natürlich nicht unbedingt. Und ja, also auch wenn es nur einmal alle 2 Wochen ist, es sollte regelmäßig sein. Ich finde am besten, wenn man einmal die Woche ein Video hochlädt. Und ja, genau, weil einmal die Woche ist so, keine Ahnung, ich finde das einfach ganz gut. Aber den Tag könnt ihr euch natürlich selber entscheiden und auch die Uhrzeit. Und ihr solltet auch unbedingt Spaß daran haben. Man merkt natürlich, wenn jemand ein Video dreht und gar keine Lust drauf hat, dass es dann halt einfach nicht gut wird auch. Also ihr solltet wirklich Spaß daran haben und mit Elan ins Video starten. Außerdem solltet ihr auch noch eure Kommentare beantworten. Wenn ihr Kommentare bekommt unten, solltet ihr die auch alle beantworten, weil das einfach irgendwie eine nette Geste ist. Und ich meine, das ist auch so ein kleines Dankeschön, dass Leute überhaupt kommentieren. Und ja, deswegen finde ich, sollte man Kommentare immer beantworten. Und als letztes, was ich wichtig finde zu beachten, ist die Infobox. Das lesen zwar nicht viele, aber das ist das unterm Video, was da noch steht. Das lesen wirklich nicht viele, aber wenn dann mal jemand reinschaut und da steht halt nichts drin oder irgendwie so lieblos was drin, dann sieht das halt nicht gut aus. Also ja, das finde ich auch noch ziemlich wichtig. Das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne irgendwas in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss! You've been running.